Aber wenn der jetzt... Nein! Verdammt. Scheiße. Einfach falsch teleportiert. Wo ist denn die Wache jetzt hin? Verdammte Scheiße. Der muss doch hier irgendwo stehen. Wo ist denn eigentlich... Ah. 21 Meter in die Richtung. Das heißt, wir könnten erstmal zum Scheinwerfer. Nee, das reicht nicht. Oh, wir wissen es mit eurer Kack-Ausgangssperre. Ach du Scheiße, da kommt er wieder an. Fuck. Alter, bitte, guck dich jetzt nicht zu mir um. Verpiss dich da mal wieder, danke. Wir können mal hier so vorloopen. Das heißt, wir machen jetzt ganz schnell. Scheiße, Mann. Okay, da vorne ist einer. Wo geht's denn jetzt hier eigentlich in Richtung... Ja, Zugbrückenscheinwerfer. Das Schlüsselloch sehen wir auch nicht viel. Okay, versuchen wir es einfach mal, würde ich sagen. Da kommen zwei Typen an. Die lassen wir lieber erstmal vorbei. Hier geht's leider nicht durch. Können wir irgendwie oben lang? Nee, sieht auch nicht so aus. Ich sehe da die aber auch gar nicht, leider. Die merken das nicht, wenn man vor denen die Tür auf und zu macht. Ach du Scheiße, es sind ja echt viele. Okay, der eine hat sich umgedreht, der da. Jetzt muss nur noch der da weg. Der hier gerade irgendwie auf uns zukommt. Der dreht sich jetzt auch um. Dann zündet sich eine Zigarette an. So. Ah. Okay, dann gehen wir da jetzt mal hin. So, Colwyn-Brücke. Der kaiserliche Arzt, das habe ich ja schon vorgelesen. Wie soll man da sein Geld verdienen? Ja, wie denn? Nun, Mr. Pratchett. Selbst ein wohlhabender Mann wie Sie braucht die Stadtwache. Straßenbanden rauben und töten, wohin man nur sieht. Zugbrückenscheinwerfer. Ach, wir müssen jetzt nochmal 180 Meter. Viel schlimmer. Sie halten nichts von der vom Mordregenten verhängten Ausgangssperre? Mich herauszufordern wird Ihnen nicht gelingen, Herr Wachtmeister. Aber keine Sorge, mir wird nichts passieren. Ich werde Gewinn machen. Ein kluger Mann profitiert selbst in den Zeiten einer Seuche. Naja. Sicher, wie dieser Sokolov. Wie kommen wir denn an? Dem geht es prächtig. Ah. Kauft und verkauft immer eine Menge exotisches Zeug. Er hält alles hier am Laufen, jedenfalls im Moment. Sicher, sicher. Wenn er mit exotisch etwas so übel riechendes wie das Hinterteil einer Hexe meint, dem fürstlichen Arzt wird es auch gut gehen, bis er den falschen Mann hintergeht. Alles klar. Aber ihr habt mir leider nichts über den Aufenthaltsort verraten. Aber wahrscheinlich eher in diesem Viertel, weil hier sieht es mehr nach Wohnung aus und nicht so nach Lager. So, da ist eine Wohnung, die wir schon mal rein können. Dann können wir vielleicht das eine oder andere mitgehen lassen. Ich meine, Gold ist immer gut für neue Ausrüstungsgegenstände. Da ist ein Hund. Ich weiß nicht, was das für einer ist, ob der irgendwie uns böse gesonnen ist oder nicht. Das kann ich aber auch leider nicht sagen. So. Der steht da unten ziemlich einsam. Schon komm, schon komm,
Komm schon. So, da hatte ich da auch schon was gesehen, wo wir den reinlegen können. Super. Einmal hier hin mit dir, schlaf gut. So. Alles klar, dann kommen wir hier wieder rein und dann gucken wir mal in das Haus da. Und vielleicht finden wir da sogar den ein oder anderen Hinweis darauf, wo Sokolov wohnt. So, hier brauchen wir wahrscheinlich einen Schlüssel, oder? Scheiße, der Typ stand da vorne noch, den hätten wir ihm abziehen können. Ja, vielleicht gibt es ja andere Eingänge. Ich meine, Balkon oder so. Da unten liegt der Typ, den wir... Hallihallo, hereinspaziert. Da summt doch jemand. Was haben wir denn erstmal hier? Okay, wir brauchen den Typen. Wir müssen den irgendwie umlegen, damit wir den Schlüssel von ihm bekommen. Weil das ist echt mega nützlich. Dann können wir da auch an diese Kiste da vorne ran. Ich wollte eigentlich das hier ausmachen. Okay, hier haben wir ein Mana-Elixier. Trinken wir mal noch eins, dann können wir das hier nehmen. So, was haben wir denn hier? Ja, das könnt ihr euch ja mal durchlesen. Ah, schönes Gemälde. So, hier ist anscheinend wieder so eine Art Dienstaufgang, weil ich glaube nicht, dass in dieser reichen Wohnung hier... Naja, ist schon alles ein bisschen runtergekommen hier, ne? Putzblätter... Ach, du Scheiße. Psst! Ist er das? Ach, du Scheiße. Scheiße. Naja, guck da mal noch in die Richtung. Da war nix. Ja, war nur der Wind. Ganz genau. Ich habe das dumme Gefühl. Oh, ich dachte schon. Okay, ich glaube, Betäubungsbolzen wäre jetzt nicht schlecht. Scheiße. Nachtsicht. Ja, jetzt schau mal was anderes an das Gemälde an. Komm schon! Mach hin, ich hab nicht ewig Zeit hier in diesem Let's Play. Hallo! Ja, hör auf, dir am Bart zu kratzen. Junge! Du hast das Gemälde bestimmt schon 20.000 Mal angeguckt, das reicht jetzt. Ich hab nicht ewig Zeit. Er will da anscheinend stehen bleiben davor. Ja, du hast es hier, hast keine Ahnung. Moment mal. Was? Ah. So, wir müssen jetzt erstmal schnell ein Versteck für den guten alten Herrn hier finden. Ach ja, war es der eigentlich? Habe ich den Schlüssel bekommen? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich höre hier doch irgendwo auch eine Rune oder sowas. In dem Tresor? Ah, ja, scheiße. War ja klar. Tja, keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Erinnere ich daran, dass die Wahrheit in den Gemälden steckt. Aha. Der Weg zur Wahrheit beginnt auf den geschäftigen Straßen. Geh weiter, bis du einer von Ankerlinken Walfänger siehst, von dort suche nach dem Schlachthaus und die Wahrheit wird sich dir offenbaren. Die Frage ist, nach um welche Wahrheit geht es? Der Weg zur Wahrheit beginnt auf den geschäftigen Straßen. Gehe weiter, bis du einem vor Anker liegenden Walfänger siehst. Von dort nach... Vielleicht ist ja der Tresorcode Missionshinweis hinzugefügt. Okay, eine Notiz in Pratchers Haus besagt, aha, dass die Tresorkombination in einem seiner Gemälde versteckt ist. Ach so, du solltest Anton Sokolov finden, hier.
Müssen wir mal suchen. So, Zigaretten-Dingens. So, hier können wir auch mal lesen. Jetzt haben wir hier volle Mana, volle Dingens-Tränke, ist ja geil. So. Hier geht es wohin? Auf dem Balkon. Ah, und da drüben ist auch noch eine Wohnung, die nur darauf wartet, ausgenommen zu werden. So. Und hier sind wir jetzt wo? Auf dem Dach von seinem Haus, alles klar. Ja, dann wollen wir uns auch nochmal die Gemälde von ihm genauer reinziehen. Hier sind ja schon mal zwei. Aha. Tyvia, kann ich das überhaupt mitnehmen? Nee. Ja, 7. 7 steht da. Okay, steht hier eine Zahl? Nee, aber vielleicht stehen hier noch andere Zahlen. Vielleicht bin ich einfach nur zu blind. Ich sehe auf jeden Fall eine 7. Okay. Tja. Ja, ich sehe da nichts mehr. Was haben wir denn hier noch? Oh Mann, die Gemälde sind echt schön, aber ich sehe hier keine Ziffern. Das ist, glaube ich, auch schon das eine. Das gibt's doch, oder? War das nicht das gleiche wie das da hinten? Ja, naja, das ist die gleiche. Was haben wir denn hier? Hier muss doch eine Zahl drin sein. Das ist doch ein großes Gemälde. Sehe ich aber nicht. Seht ihr da was? Bin ich vielleicht einfach nur zu blind? Nee, hier ist auch keine Zahl. So, dann gucken wir mal. Hier unten waren doch auch noch. Ja, hier sind noch Bilder. 3! Alles klar, wir müssen nach diesen Bootsbildern anscheinend Ausschau halten. Eine 3 und eine 7 haben wir schon mal. Okay. Mann, schöne, schöne Bilder. So, wir gucken jetzt erstmal hier rein. Aha. Sextant der Carmines. Oh, es gibt 100 Münzen. Was reicht hier? Ist ja krass. So, jetzt müssen wir nur noch eine Zahl finden. 7 und 3 war das, ja genau. Oh, ja, nett. So. Okay, konnten wir da gerade was nehmen? So, das Glas hier. Sieht doch hier aus wie eine Geheimtür, oder? Vielleicht müssen wir irgendwie ein Auge eindrücken. Nee, sieht nicht so aus. Das haben wir schon gelesen. Ja, es geht noch tiefer. Alles klar. Oh, hier unten könnte sich jemand befinden, aber sieht nicht so aus. So, das Bild gab es schon mal irgendwo. 4! 4, 3, 7 anscheinend. Alles klar. Also, von unten nach oben halt die Etage, ne? 4, 3, 7. Okay, dann wollen wir mal. So. Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Ich würde mal gerne auch wieder so ein Gemälde von Sokolov finden. Weil die haben echt Geld gegeben. Und die geben auch am Schluss in den Quests Punkten. Punkte. Punkten. Ach, was ist heute mit mir los? Dass ich so viel Scheiße laber. So, komm hier einmal hoch. Und hier rein. Also. 4. 3. 7. Hm. 7, 3, 4. Vielleicht muss ich erst 4, 3, 7. 7, 3, 4. Hä? Also hier ist eine 7. Dann hatten wir noch das. Wer schimpft denn da so rum? Mann, ist doch scheiße. Komm, jetzt guck mal hier. 7.
Ach, sieben. Nee, hier geht's nur wieder nach ganz oben. La 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 la. Drei, eindeutig. Also das ist ein Pfeil nach oben. Vielleicht bedeutet das was, glaube ich aber nicht. Drei. Und dann gab es eine Etage tiefer noch eine vier. Was soll der Mist? Mann. Hier, vier. Ich bin doch nicht blind. Ich kann es doch sehen. Scheiße. Schön. Gibt sonst hier noch was, was wir vielleicht übersehen haben, hätten können, tun, machen, sein? Offen. So, dann komm nochmal nach oben, Corvo. Jetzt müssen wir mal das Scheißteil knacken. Hier ist eine Truhe. Ja, kommen wir aber nicht ran. So, jetzt müssen wir mal. Jetzt reicht's auch langsam. So, war der Tresor hier. Na, ich verlaufe mich auch jedes Mal wieder, ey. So, komm jetzt hoch, Corvo. Jetzt ja mal. So, ein bisschen. So. Hier oben haben wir die Etage 7. Danach kommt die Etage 3 und danach kommt die 4. Ist es falsch? So, dann können wir mal probieren, wenn wir die 4 da reinmachen und die 3 nach da packen. Geht auch nicht. So, dann können wir mal. Sagen wir mal, die packen die 4 nach da. 3 nach da und die 7 nach da. Geht auch nicht. Okay, dann packen wir die. Ach, jetzt hier. Ich hatte hier gar keine 3 drin. So, 4, 3, 7. Nein. 7, hier eine 3. Ah. Ah. 2 Goldbarren. Und eine Rune. Was habe ich denn gesagt? Es wird sich lohnen, dieses Haus einmal komplett auf den Kopf zu stellen. Ja, ich wünsche dir noch eine angenehme gute Nacht. Ich werde dich mal kurz noch hier auf dein Bett legen. Ne? So, warte. Ja, mach's dir da bequem. Ich kann jetzt mal einen Trank, nee, kann keinen Trank trinken. Mach's dir da mal bequem. Ich bin da mal raus. Tschüss. Danke übrigens für all dein Geld und so. Ne, ist super hilfreich. Echt nett, dass du mich da so unterstützt. So.